Hey Leute, Retro-Jaws am Start. Heute wieder mit GBA. Heute ist, diesen Monat ist GBA-Monat sozusagen. Hey Leute, Retro-Jaw ist wieder am Start. Heute mal wieder mit einem GBA-Spiel. Habt ihr ja in der letzten Zeit häufiger gesehen. Und ich habe heute eine richtige Perle für euch, nämlich Kirby The Amazing Mirror. Das zocken wir jetzt mal. Kirby geht absolut immer. Kirby ist richtig geil. Das Ganze ist Multiplayer-tauglich. Man konnte den GBA ja damals auch an den GameCube anschließen. Dafür war das, glaube ich, gedacht. Oder halt auch so im sagen wir schnell, im Link-Modus ging auch. Und die Grafik ist einfach wunderschön. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Das hat meine Frau noch gar nicht gespielt. Und die kriegt das Video auch erst zu sehen, wenn es live geht. Und dann sieht ihr das zum ersten Mal. Dann weiß ich ganz genau, was dann passiert. Dann will sie das Spiel nämlich unbedingt haben. Hallo, mein Schatz. Kirby's Amazing Mirror für den GBA. Wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, gibt es für den GBA oder müsste das hier sogar eine Art Remake sein von einem anderen Kirby-Spiel, das es wohl auf einer anderen Konsole gibt. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt das vom NES oder vom Super Nintendo, Quatsch, NES oder Game Boy sein soll. Ja, genau, so. Kriegen wir auch noch da rein. Aber irgendwie kommt mir das jetzt hier noch nicht so bekannt vor. Dann ist es wahrscheinlich vielleicht doch nicht dieses. Aber ich dachte, das wäre es gewesen. So kann man sich täuschen. So, komm mal her. Jetzt, ja, hier, guck mal. Jetzt bin ich Link Kirby. Ich finde Link Kirby super. Mit dem Schwert und der Zelda-Mütze. Großartig. Gewohnt knuffige Musik bei Kirby, gewohnt knuffige Optik, gewohnt solides, echt gutes Gameplay. Ich weiß allerdings nicht genau, was die Aufgabe hier ist. Ich habe ja hier noch diese anderen drei Kirbys. Guck mal, er hier hat jetzt. Das ist tatsächlich ein bisschen wie die Wii U-Version. Hier Kirby Star Allies. Die fressen nämlich dann auch Gegner und kriegen dann auch die. Mein Gott, ich habe halt echt Wortfindungsschwierigkeiten. Kriegen heute die. Kriegen die Fähigkeiten von den Viechern, die sie gefressen haben. Na, call for help mit R, hold L to start over. Ja. Da ist Meta Knight, der Endgegner aus den Kirby-Spielen. Irgendwie juckt mein Ohr mir gerade ein bisschen. Tut mir leid, wenn ihr das mit anschauen müsst. Und das da ist wohl der Broken Mirror. Ein farbloser Kirby verfolgt ihn. Ich weiß nicht genau, was das jetzt für eine Geschichte war, aber hier ist der Mirror. Und wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Das ist wahrscheinlich die Hub-World. Das hier erinnert mich doch schon wieder sehr an den Mystical Forest, an das erste Level aus ganz, ganz vielen Kirby-Spielen. Jetzt sind meine drei Kumpels auch irgendwie weg hier. Okay. Er packt tatsächlich ein Telefon aus und ruft sie. Finde ich super. Nein. Ich will mein Schwert zurück. Ich will mein Schwert. Na, okay, Feuer-Kirby ist auch okay. Ich hätte lieber mein Schwert gehabt, aber Feuer-Kirby ist auch okay. Und was wetten wir, dass der Endgegner hier der Baum mit dem Gesicht ist? Na. Kirby ist so geil. Ich habe auch kein Kirby-Spiel gespielt, das mir nicht gefallen hat. Auch wenn ich das für die Switch ein bisschen einfach fand. Also ein bisschen sehr einfach fand. Und das auch nicht im Multiplayer spielen konnte, weil mir das dann zu hektisch war. Meine Frau hat das dann quasi alleine durchgespielt und ich habe hier und da mal ein Level gespielt. Aber sie ist ja deutlich größerer Kirby-Fan als ich noch. Und Kirby ist ihr Lieblingscharakter. Mit Abstand. Wer ist euer Lieblingscharakter von Nintendo? Lasst mich das wissen. Wer mein Lieblingscharakter von Nintendo ist, ist, glaube ich, den meisten bekannt. Ich bin ja großer Zelda-Fan und Link, nix geht über Link.
Ja, also da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Von den Nintendo-eigenen Charakteren ist Link meine Nummer 1. Und Fox McCloud finde ich auch ziemlich cool. Ich wünschte mir einen zweiten Teil von Star Fox Adventures. Ich habe das auf der Wii, wie hieß das Ding? Auf dem GameCube nie so richtig gespielt, weil ich hatte ja den GameCube selber nur mal eine ganz, ganz kurze Zeit. Und hatte das Spiel auch nur mal aus der Videothek ausgeliehen. Fand es eigentlich ganz geil. Hab's aber nie wirklich durchgespielt oder sonst irgendwas. Guckt euch mal das Schloss hier im Hintergrund an. Also die Hintergrundoptik, die ist hier echt eine feine Sache. Wow, ein Steinvieh. Eine Karte. Fleisch. Eine Art Kunstatelier. Ein Frosch. Oder so. Goldener Ritter. Eine Spraydose. Und der nächste Levelausgang. Okay, wir haben doch nicht den. Was macht er denn? Mr. Flotzy, der war ja einfach. Ist aber wohl doch kein Endgegner. Wow! Oh, Gott sei Dank kann Kirby fliegen, ey. Da wäre ich gerade beinahe abgesoffen. Was ist das hier? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, aber das macht gar nichts. Denn nichtsdestotrotz ist Kirby super. Ach, guck mal hier, jetzt sind wir wieder zurück in der Ausgangswelt. Also das ist die Hub World, von wo man die ganzen Level dann auswählen kann. Ich nehme an, wir sind hier aber noch nicht fertig. Ja, was sind denn eure Lieblings-Kirby-Games? Also mein liebstes Kirby-Game ist tatsächlich das Original Kirby vom NES, dicht gefolgt mit Kirby's Dream Land auf dem Game Boy. Mit allem anderen habe ich noch nicht so die Berührung gehabt. Aber die zwei finde ich richtig geil. Und es gibt für Super Nintendo, das haben wir letztens, das ist noch gar nicht so lange her, auf der Börse in Wissen mitgenommen. Kirby's irgendwas. Wartet, es liegt hier. Kirby's Ghost Trap, das ist im Prinzip Puyo Puyo. Also Robotnik's Mean Bean Machine, hieß es mal auf dem Mega Drive in Europa. Das ist quasi für Super Nintendo auch ein Kirby-Spiel. Mit dem gewohnten Kirby-Charme natürlich. Wieso komme ich denn hier nicht runter? Nee, da komme ich nicht mehr durch. Tja, dann komme ich an die Tür wohl nicht dran. Dass jetzt tragisch ist, bleibt abzuwarten. Oh, wer bist du denn? Der sieht aber eher aus wie irgendeiner der Robot Master von Mega Man. So, ein Lutscher. Unverwundbar, Kirby. Woo! Lauf, Kirby! Wo sind wir jetzt hier? Ist das ein Pikachu ohne Beine? Also manche von den Gegnern hier sehen echt aus, als wären die aus Pokémon, ne? Fleisch, hier ist wieder so ein Steinviech. Hier ist ein versteinertes Steinviech. Jetzt ist es wieder lebendig. Ein Leben. Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt freigeschaltet habe. Oh, Spikes. Nee, wie spucke ich denn noch mal? Wie spucke ich denn noch mal das aus, was ich gerade intus habe? Ich will ein anderes.
Ne. Ah, mit Select. Ach, die sind gar nicht zum Einsaugen. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, die kann man einsaugen. So ist es zumindest im Switch-Spiel. Und wir spielen jetzt mal noch. Ah, guck mal hier. Ein Äquivalent zu dem Baum. Allerdings als Mauer. Oder beziehungsweise als Turm. King Golem. Müssen natürlich hier den Steinen, die von oben fallen, ausweichen und ihm ins Gesicht bremsen. Ich fast meine Waffe verloren. Aber wir haben hier noch unseren Helfer Kirby. Halbtot ist King Golem schon. Nein, ich habe meine Waffe verloren. Ja, dann müssen wir mit den Steinen hier auf ihn spucken. Macht auch mehr Schaden. King Golem ist down, meine lieben Freunde. Im Prinzip wie der Baum aus den bekannten alten Kirby-Spielen. Das soll es gewesen sein, Leute. Wenn ihr Kirby The Dark Mirror irgendwo oder The Broken Mirror, Broken Mirror, Dark Mirror, ich glaube Dark Mirror, irgendwo seht, nehmt es mit. Es ist ein geiles Spiel für den GBA. Das war's von mir. Retro Joe out.